Hallo Team Timbertools, herzlich willkommen zurück bei Timbertools TV. Heute trinken wir einen Espresso mit der Arbotec Reflex Pro Work Jacket. Ich habe sie in einem modischen Warnorange. Und wie so oft bei Arbotec-Produkten sind es hier auch wieder die Details. Also wir haben die Stellen, die sich häufig durch Abnutzung schnell löchrig zeigen, verstärkt mit Textil-Gummigemisch, zum Beispiel eben hier oben Schulterpartien, aber auch die Patten, wie hier auf dem Ellenbogen. Wir haben eine Jacke, die wasserdichte Reißverschlüsse hat, obwohl sie selbst nicht 100% wasserdicht, sondern nur abweisend ist. Das kann man aber relativ leicht mit einer Imprägnierung lösen. Das habe ich bei der Jacke hier auch gemacht und ihr seht, das hat dem Warnorange jetzt keinen Abbruch getan. Wir haben Ärmelbündchen, die zum einen einen Klettverschluss aufweisen und zum anderen im Inneren einen Abschluss aus Spandex. Das bedeutet, es kommen euch keine Sägespäne in die Jacke, zumindest nicht von hier. Wir haben einen Reißverschluss, der oben einen Klemmschutz hat, was ich schön finde. Unten in der Jacke haben wir nochmal die Möglichkeit, die Jacke enger zu machen, wenn wir das möchten. Auf der Rückseite der Jacke haben wir eine Känguru-Tasche, die durchgehend ist. Ich habe da zumindest an warmen Tagen immer ein Packen Handschuhe drin. An sehr kalten Tagen, meine Frau hat mir mal so einen schönen Wollbuff gemacht, der hier perfekt reinpasst. Dann habe ich den da drin, dann ist das nochmal ein zusätzlicher Nierenwärmer. Ziehen wir die Jacke doch mal an. Im Inneren der Jacke haben wir einen wunderbar atmungsaktiven Stoff drin. Wir haben auf der linken Seite noch die Möglichkeit, unser Forst-Erste-Hilfe-Kit bzw. Baumkletter-Erste-Hilfe-Kit unterzubringen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, oh Mensch, eine Jacke, das ist schon mal gut. Aber an richtig warmen Tagen brauche ich keine Jacke. Gleichzeitig wäre es irgendwie schön, das Warnorange an warmen Tagen zu haben. Auch dafür bietet diese Jacke eine Lösung. Einmal kurz gedreht, dass ihr sie mal von allen Seiten gesehen habt. Und zwar kann man die Ärmel dieser Jacke einfach durch einen Reißverschluss abtrennen. Das machen wir auch kurz. Zack. Und schon habe ich eine Weste draus gemacht. Ist natürlich besonders schön an so Tagen, wo es morgens noch lausig kalt ist und ich dann über einen Tag kletter, dann wird mir warm. Dann hätte ich gerne am Mittag spätestens was, was ein bisschen atmungsaktiver und auch ein bisschen leichter ist. Oder natürlich, auch ein Vorteil, ich brauche mir eigentlich keine Gedanken machen, wie das Wetter draußen ist. Ich kann einfach die Jacke mitnehmen. Sommer, Winter, warm, kalt. Sichtbarkeit auf der Baustelle ist, auch wenn man nur die Weste trägt, vollkommen gegeben. Ja, das war die Arbotec Reflex Pro Work Jacket. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Du kennst das Spiel, Glocke und Abonnieren nicht vergessen. Und bis dahin alles Gute, climb safe, dein Marc. Ciao.